Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Black Ops 3 Case Opening plus Prestige 4, glaube ich. Eins aber möchte ich euch vorweg sagen, es wird jetzt leider etwas länger dauern bis zum nächsten Prestige, weil ich nicht so viel Zeit habe und abgesehen davon spiele ich ja noch andere Sachen. Und deswegen machen wir aus diesem Grund heute mal 20 Kisten auf. Ja, genau, außer was Spaß macht. So, fangen wir gleich mal an. Kiste Nummer 1. Ich hoffe, es ist was Gescheites dabei. Normal. Ja, selten. Spectre-Drohung-Geste. Okay, Drohung-Geste. Schauen wir uns gleich mal an. Ich glaube, wo ist denn der Spectre? Freischalten, da die Drohung. Ah, viel lieber habe ich schon. Was ist denn das? Ah, die ist cool. Die habe ich noch nicht gesehen. Ja, nicht schlecht. Okay, nächste Kiste. Halt, ich gehe immer zu weit zurück. Nächste Kiste Nummer 2. Normal. Wieder normal. Episch. Eistarnung. 205 Brecke, was ist das? Die Pumpe, oder? Schau, gleich anschauen. Klasseneditor. Wo ist die Pumpe? Pumpe. Zahl, da ist sie, genau. Freischalten. Da, Tarnung. Schwarzmarkt, oh, da haben wir schon so viel für die. Aber, wo sind die? Ah, da ist sie, die Eistarnung. Nett, oder? Ja, doch, geht doch. Bewegt sich zumindest. Eine animierte. Nicht schlecht, das hat sich schon mal gelohnt. Zwei coole Kisten dabei. Kiste Nummer 3. Episch! Ja! Nomad, gutes Spiel und episch. Sturmtarnung. Sturm? Sturm hat man, glaube ich, schon. Egal, schauen wir uns gleich an. Bei der BRM war das. BRM hier. Tarnung. Schwarzmarkt, Sturm. Ah ja, die Sturm. Warte, Kontrast ist scheiße. Die Sturmtarnung, die gefällt mir echt sehr gut mit den Blitzen. Geile Sache. Und der Nomad hat auch was dazu bekommen. Schauen wir mal. Hatte ich noch nicht. Ah, klatschen. Mit klatschen. Applaus. Wobei die irgendwie verkehrt rumklatschen, kann es sein? Egal. Das war, jetzt habe ich das Zählen wieder vergessen. Kiste Nummer 3 war das, gell? Genau, Kiste Nummer 4. Normal, super. Naja, man kann nicht immer alles gut haben. Kiste Nummer 5. Legendär! Prophet Kopf. Wow! Schaut euch das an! Aber schon wieder die Eistarnung. Nomad. Hey, ist das mal ein geiles Bild? Das ist echt Hammer, oder? Gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns gleich mal an. Den Prophet als Vampir. Prophet, oder? Prophet, anpassen. Kopf. Schwarzmarkt. Vampire. Ah, nicht schlecht, oder? Da kommt ihm sogar das Blut aus dem Mund. Cool. Und, was war das noch? Das war doch nicht noch irgendeine. Ja genau, Nomad war noch eine Geste. Schauen wir mal. Achso, die Affenkeil. Ist auch nicht schlecht. Das Brüllen ist auch nicht schlecht. Cool. Und eine Waffe. Und zwar, welche war das? Die. Welche waren das? Habe ich ganz vergessen. War das die BRM? Nee. Eistarnung. Welche waren das jetzt? Fuck! Ich hab den Namen vergessen. Die dort und den Schrotflinten. Die Scharfschütze. Ne, ich hab's vergessen. Schauen wir uns das nächste Mal an. Eiser kennen wir ja schon. Geile Sache. Kiste Nummer 6. Legendär! Oh ja. Monochrom, was ist denn das? Episch. Hey, ich krieg heute nur geile Sachen, oder? Kann das sein? Waffenstufe 9XL2. Ja, Schaft war dann, ist egal. Was ist das? P06. Okay, die schauen wir uns an. Klasseneditor. Was ist die P06? Ist ein Scharfschützengewehr. Halt, hier.
Da ist Monogramm. Ach so, chinesisches Schriftzeichen. Episch. Naja, nicht schlecht. Nicht meins, aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Kiste Nummer 7. Normal. 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 Okay. Nicht so gut. Kiste Nummer 8. Brüllen. Gut, Brüllen kennen wir schon. Brauchen wir uns nicht anschauen. Nee, oder? Ob es jetzt sich selber aufmacht oder die anderen, ist doch wurscht. Kiste Nummer 9. Nix. War ja klar. Wobei das Schlachtfeld Visitenkarte nicht schlecht ausschaut. Kiste Nummer 10. Halbzeit. Normal. 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 Gut, okay. Halbzeitresümee. Ich habe geile Sachen bekommen. Schauen wir mal, wie die nächsten 10 werden. Kiste Nummer 11. Inferno. Legendär. Aber das ist für die Schaft-Variante. Okay, egal. Kiste Nummer 12. Kontrast. Selten. Ui. Seraph-Körperthema. Geil. Das schauen wir uns gleich mal an. Selten. Selten. Nein. Ich erst Spezialist. Seraph. Anpassen. Ach, da haben wir das Brüllen wahrscheinlich. Genau, das wollte ich nicht. Körper. Schwarzmarkt. Hier. Ja, okay. Jetzt nicht so der Brille, oder? Aber auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kiste Nummer 12 war das? 13. Glaube ich zumindest. Nichts dabei. War ja klar. Kiste Nummer 14. Normal, normal, normal. Oh, ätzend. Kiste Nummer 16. Trommelwirbel, normal, normal. Oh, wieder nichts dabei. Kiste Nummer 17. Ich glaube, ich habe mich wieder verzählt, oder? Kann das sein? Ui, Pixel. Ja, Pixel. Na, die schauen wir uns nicht an, die Pixeltanne. Oder schauen wir uns die schon an? Ne, die schauen wir uns nicht an. Haben wir schon mal gesehen. Kiste Nummer 19. Ich habe mich wieder verzählt. Pistolen, Battery, Prahlenkiste. Achso, die Pistolen. Ich glaube, die kenne ich schon. Moment, Battery. Anpassen. Geste. Hier, da habe ich sie. Echt? Ach, das ist Pistolen? Hä? Was ist daran Pistolen? Hä? Ich dachte, das wäre das mit der Pistole. Aber naja, egal. Okay. Wo waren wir? Ich denke mal, das ist jetzt Kiste Nummer. Schieß mich tot. Krieg, Eisenkampf, Halluzination. Oh. So, das ist jetzt Kiste Nummer 19. Stadtrob. Ui! Oh, aber wieso auch kein Stadtroboter? Okay, auch oh, nicht schlecht. Armageddon. Manowar Großkaliber-Variante. Ja. Ja, gut, aber das ist. Und jetzt kommt last but not least. Ich habe mich nicht verzählt, weil es ja nicht so schwer ist. Kiste Nummer 20. Aus dem Grab. Halluzination. Oh, nichts dabei. Aber ich denke, da waren ein paar coole Dinger dabei. Finde ich. Oder? Ja, seid ihr derselben Meinung? Ist egal. Gut, jetzt gehen wir ins Menü. Wo ist er? Da oben. Dass ich das immer noch nicht mitkriege. Und Prestige 4 starten. Jawohl, sehr gut. Was tun wir uns dauerhaft freischalten? Spezialisten, Waffen, Taktik. Was tun wir uns? Punkteserien? Nee. Tun wir uns irgendeine Punkteserie? Auch nicht. Waffen, MPs. Eigentlich kein Interesse. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Machen wir den Nomad. Aus dem Grund, damit ich da weitermachen kann. Ich tue ja auch alle Spezialisten fertig machen und deswegen nehmen wir den Nomad. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch diesmal gefallen. Haut rein und ciao, bis zum nächsten Video.